Ja, die Reaktion des ein oder anderen Mehrheitspolitikers zeigt ja deutlich, dass meine Aussagen ins Schwarze getroffen haben. Ich denke, ich konnte sehr ausführlich aufzeigen, dass das Problem seit 21 Jahren bekannt ist. Demenz. Ich habe gesagt, dass es kein Zahlenmaterial gibt. Ich habe nicht gesagt, dass die DG kein Geld ausgibt für Demenz. Es gibt kein Zahlenmaterial. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Menschen in der deutschsprachigen Gemeinschaft von Demenz betroffen sind. Ich habe dazu zuletzt noch in der Regierungskontrolle im vergangenen September eine Frage gestellt. Dann möchte ich auf jeden Fall betonen, dass auch wir, die CSP-Fraktion, hinter dem Pflegepersonal stehen und dass wir alles tun müssen, um dieses Personal zu schützen. Uns ist bewusst, dass in den Heimen gute Arbeit geleistet wird und das soll auch in Zukunft so bleiben. Es ist auch löblich, dass die ersten Empfehlungen des Bürgerdialogs umgesetzt werden oder angepackt werden. Aber dennoch wissen wir alle, dass es in Ostbelgien immer einen Pflegenotstand gibt, dass Wartelisten existieren, dass Betten nicht belegt werden und dass ein Heim sogar das Militär um Hilfe gebeten hat. So, und da brauchen wir nun mal kurzfristige und langfristige Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken. Und dementsprechend bleiben wir auch dabei, dass es zwar löblich ist, dass der Bürgerdialog die Themenauswahl so getroffen hat, aber wir hätten halt schon längst selber aktiver werden können, indem wir zum Beispiel wie in Flandern das Thema tiefgreifend und wissenschaftlich aufgearbeitet hätten und einen langfristigen Strategieplan erarbeitet hätten. Das ist das, was wir uns wünschen würden und was wir uns halt auch für die nahe Zukunft wünschen würden, dass das hier dann auch geschieht. Vielen Dank.